Ciao Mannheim. Guten Tag Mannheim. Salut Mannheim. Servus Mannheim. Bonjour Mannheim. Wir haben die Spieler ausgewählt nach dem Charakter, nach der Art zu spielen. Diese Art zu spielen kommt in Mannheim an und da haben wir, glaube ich, die richtige Wahl getroffen. Sehr gewandt und galant mit dem Schläger in der Hand ziehen die Adler ihre Kreise, dafür sind sie ja bekannt. Fly like an Eagle heißt unser neues Lied, denn wir wissen, wie in Mannheim diese Scheibe fliegt. Vom Schlittschuh an den Schläger, vom Schläger an die Bande, von der Bande wieder vor und dann genau ins Tor. Jeder Gegner weiß, das ist der Beweis, es wird heiß auf dem Eis. Ciao, ciao, schau mal neu, così buffi. Con le steghe, con le miti che corriamo, che giochiamo, che diciamo, che perdiamo. Questa sera noi però che vogliate pure noi. Hey, hey, la partita la vinciamo. Siamo caldi come sempre, siamo forti più che mai. Un passaggio, l'altro ancora. E vedrai che ce la fai. Come on, let's fly. Fly like an eagle. Come on, let's fly. We'll just spread our wings. Denn ein Adler, der ganz oben fliegt, gewinnt überall. Fly like an Eagle, singt unser Trainer vor. Und die Fans, die Mannschaft singen mit dem Chor. Unser Team ist gemischt, wir halten fest zusammen. Aus Italien und Kanada, Frankreich und Amerika. Schwarz oder weiß, das ist der Beweis. Es wird heiß auf dem Eis. Haha, questa sera poi magari ci facciamo una mangiata di limone in insalata. Qualche uovo, una frittata, un gelato, un altro coro. Siamo qui ancora un'ora, hey hey, qualche nuvola di ghiaccio. Che si scioglie in un pastiglio, quante cose, quanti guai. Un passaggio, un altro ancora, e più un altro te ne vai. Come on, let's fly. Boys are back in town. Am 1. August waren sie zurück in der Quadratestadt und werden auf der Eröffnungsfete im Broadway lautstark gefeiert. Obwohl die meisten Tracks bis dahin unbekannt waren. Zigtausende Kilometer waren Marcus Kuhl und Lance Nefery durch Europa gereist zur Spielerbeobachtung. Heraus kam ein Team mit Profis aus 8 verschiedenen Ländern. Auf dem Eis zu bewundern, gab es diese Mannschaft traditionell beim Stadionfest Mitte August. Kein Mensch konnte damals ahnen, zu welchen Höhenflügen die Pelegrims, Ulrich und Tomlinsons fähig sind. Allerdings, selbst das ansonsten nicht ganz ernst zu nehmende Spiel zu Saisonauftakt sah ganz starke Adler François Gay mit dem ersten Saisontreffer. Auch in Sachen Manneskraft die Mannheimer bereits Spitzenklasse. If we get control of the puck one time, use it a fast man.
Lance Lefery hatte endlich das Team zusammen, mit dem er seine Taktik perfekt umsetzen konnte. Und das hieß nordamerikanisches Eishockey. Über die rote Linie, Puck nach vorne, Powerhockey ohne Schnörkel und Tempo pur. Eishockey, wie man es in Mannheim liebt. Der Coach, ein Workaholic, der 24 Stunden nur für das Eishockey lebt, der die Gegner genauestens kennt und der Disziplin liebt. Doch auch er angespannt vor dem Punktspielauftakt. Nach dem Bossmann-Urteil hatte die Liga sich total verändert. Besonders in dieser Saison ist die Ungewissheit sehr hoch. Und man wird nicht nur das erste Spiel, glaube ich, ein bisschen nervös. Es dauert ein bisschen Zeit, bis wir wissen, was in dieser Liga los ist. Mannheims prominenteste Eishockey-Anhängerin Steffi Graf war zufrieden mit der ersten Partie. Denn die hoch eingeschätzten Eisbären aus Berlin wurden mit einer Niederlage nach Hause geschickt. 11 Minuten war die Saison alt. Paul Stanton macht das erste Goal. 1 wurde schnell klar. In Unterzahl sind die Adler bärenstark. Paul Beraldo das 2:0. Auch im Powerplay klappte es gleich vorzüglich und der nächste Neue durfte sich als Torschütze feiern lassen. Der Italo-Kanadier Rob Nadella zum 3:0. Alle guten Dinge sind drei. Dave Tomlinson aus Cincinnati zum Toreschießen geholt, erfüllt seine Aufgaben. 4:0, Endstand 4:1. Die ersten zwei Punkte waren eingefahren. Es gibt jede Menge Arbeiten zu machen. Das ist auch ganz klar. Die Saison ist angefangen, aber das heißt nicht, dass meine Arbeit fertig ist. Der 27. September wurde sein Tag. Mike Rosati, die neue Nummer 1 zwischen den Pfosten, erlebte einen besonderen Höhepunkt. Er hielt seinen Kasten gegen den deutschen Meister Düsseldorfer EG sauber. Bibi Appel, 2 Jahre Publikumsliebling, nahm es noch gelassen. Es war der Abend des Mannes aus Toronto. 6:0 werden die Rheinländer aus dem Stadion geschossen, gedemütigt von einem entfesselt aufspielenden Mannheimer Team. Der Friedrichspark zum ersten Mal in der noch jungen Saison ein Hexenkessel. Eine Woche später, die Jubelstürme noch lauter. Die Cracks legten noch einen drauf. Dieses Mal werden die Landshuter Kannibalen zu Opfern. Die Niederbayern, einer der Top-Favoriten auf den Titel, hatten dem Angriffswirbel der Adler kaum etwas entgegenzusetzen. Allein die Torausbeute zu gering. Erst im zweiten Drittel schlugen sie dann zu. Steve Thornton mit 2-Monats-Vertrag in der Tasche zum 1:0. Im Moment wegen des Erfolgs stimmt alles etwas innerhalb der Mannschaft. Das ist immer einfacher, wenn man Erfolg hat. Die Spieler haben Spaß im Training. Die sind hier in der Kabine, können sie auch Freude haben und Spaß. Und sie sind gerne hier. Selbst durch das Ausgleichstor lassen sie sich nicht beirren. Dave Tomlinson macht den Siegtreffer zum 2:1. Und die Party konnte weitergehen. Der Boxkampf des Jahres am 11. Oktober in Berlin. Stéphane Richier haut Capitals-Stürmer Karamnov windelweich.
Caps verbittert sauer. Sie bekommen eine Lehrstunde in Sachen modernes Eishockey. Die Adler nach dem 13-0-Sieg noch immer ungeschlagen. Zwei Tage später, die Freude in der Kabine hält sich in Grenzen. Zwar gab es den nächsten Erfolg, den vierten in Folge auf eigenem Eis. Erstmal allerdings taten sich die Adler schwer. Nur 4:2 gegen Augsburg, dabei begann alles wie gehabt. Früh das erste Goal durch Pichet. Nach 6 Minuten bereits der zweite Treffer durch Richier. Danach allerdings war Lance Nefferi erstmals unzufrieden. Sein Team nahm das Ganze zu locker. Und dafür wurden sie bestraft. Noch im ersten Abschnitt kam der Underdog aus Augsburg zum 2:2-Ausgleich. Nach einem desolaten zweiten Drittel und lauten Worten des Trainers machten die Adler in den letzten 20 Minuten kurzen Prozess mit den Gästen. Richiers Knaller zum 3:2. Tomlinson zum Endstand 4:2. Der Coach wieder zufriedengestellt nach 8 Spieltagen, 7 Siege, ein Unentschieden. Mannheim wird zur Macht. The ice is freiwillig in Beck Seynor, Dienstag morgen um Seynor, alle, ja? Okay? Hey, all right, boys. All right, boys. Good Arbeit. Einer allerdings, der 2 Jahre lang die Adler nach oben schoss, war plötzlich nicht mehr gut genug. Für Rob Simetta war kein Platz mehr im Team. Der 27-Jährige hatte einen italienischen Pass beantragt, der kam und kam nicht. Damit war Simetta der 4. Ausländer, einer zu viel in der Mannschaft. Der Mann aus Toronto wurde ausgeliehen und schoss einige Wochen seine Tore für die Capitals. Ich werde dadurch eigentlich besser. Ich bin nun mal in einer schwierigen Situation. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Aber ich versuche in Berlin alles zu geben, um den Leuten hier zu zeigen, hey, ihr macht einen Fehler, dass ich hier nicht spielen darf. Die Situation für Simetta, Profi-Dasein 1997. Montag bis Donnerstag trainiert er in Mannheim, am Wochenende Training und Spiel in Berlin. Das Ganze zieht sich über Wochen hin, bis sich François Gay verletzt. Danach ist Rob Simetta wieder eine feste Größe in der Quadratestadt. 19.10. der erste Familientag im Eisstadion. Die Partie gegen Wedemark, alles andere als ein Spitzenspiel. Doch bei freiem Eintritt für Kinder bis 14 ist der Friedrichspark rappelvoll. Der Neuling und Tabellenletzte wehrt sich lange gegen die Niederlage, zumal die Adler gerade das Notwendigste tun und mit ihren Chancen leichtfertig umgehen. Als Richier allerdings erstmal den Anfang macht, ist der Widerstand gebrochen. Souverän, locker gewinnen die Adler 4:0. Eine Woche später wird es gegen Krefeld rustikal. Die Sportskameraden liefern sich zum Schluss des Spiels eine viertelstündige Prügelei, sehr zur Erheiterung der 6.500 Fans. Oh,
Spiel selbst ist eines der bis dahin besten im Friedrichspark. Die Mannheimer spielen die Gäste teilweise schwindelig. Paul Beraldo wird immer mehr zum Torjäger. Eiskalt das 1:0. Die Stimmung riesig, zumal Jochen Hecht nachlegt. Komm. 2:0. Einziger Wermutstropfen, das Gegentor zum 2:1 in der 13. Minute. Der Rest ist klasse Eishockey. Ein Tor schöner als das andere. Dieter Kalt zum 3:1. Und Dave Tomlinson macht das 4:1. Im Schlussdrittel ein Schaulaufen. Nicht immer mit Torerfolg gekrönt, aber wunderbar anzusehen. Till Faeser setzt den Schlusspunkt 6:1. Es sieht aus, als könnte er keiner Fliege etwas antun. Und ist trotzdem ein glänzender Eishockeyspieler, Christian Pouchet. Nach wenigen Wochen haben ihn die Fans zu ihrem Liebling gemacht. Ein weiterer also, der schnell zum Star wird, den niemand allerdings vor der Saison kannte. Markus Kuhl hatte Christian schon lange auf seiner Wunschliste, hat ihn x-mal beobachtet bei Weltmeisterschaften. Es ist ein grand Hierher zu kommen nach Mannheim war wirklich eine ganz große Veränderung für mich. Alles, was ich von Frankreich hier kenne, ist anders. Es ist sehr angenehm hier. Ich muss einfach nur gutes Eishockey spielen und der Rest, den machen andere. Das ist etwas völlig Neues für mich. Ich bin richtig froh hier. Ich denke, meine Karriere ist bald zu Ende. Ich bin fast 30 Jahre alt und ich spiele wirklich schon lange. Ich war schon ein wenig verzweifelt, ob ich sowas wie hier noch kennenlerne. Aber jetzt bin ich sehr stolz. Ich wünschte, viel mehr Franzosen würden das hier mitbekommen. Ein weiterer Franzose sollte im Januar kommen. Solange jedoch sorgt Pouchet für französische Tore in Mannheim. Wie zum Beispiel gegen Ratingen. Ratingen, nur Spielball für die Adler. Die Westdeutschen hatten nicht den Hauch einer Chance. Die Adler spielen Ratingen schwindlig. Und wenn Pouchet gebremst wird, schießen eben andere die Tore. Zum Beispiel Jochen Hecht. 4:1. Ein weiterer Adlersieg. Und Pouchet, der sympathische Franzose, er durfte erneut strahlen. Ende November darf erstmals Bibi Appel zu Hause zwischen die Pfosten. Premiere für ihn. Als auch für Tommy Hartogs. Der Holländer bekommt einen 4-Wochen-Vertrag, kann die Erwartungen aber nicht erfüllen. Leicht und im Schongang werden die Bayern besiegt, obwohl Appel früh hinter sich greifen muss. Danach allerdings rollt die Angriffsmaschinerie. Beim 7:3 teilweise herrlichste Tore wie dieses von Pavel Groß. Die Anhängerschar begeistert. Ein Traumtor, der Treffer von Paolo Beraldo. Goals wie aus dem Lehrbuch, der Konter abgeschlossen von Pelegrims. Am Nikolaustag wird der Hai erlegt. Die Kölner nächstes Opfer, der Adler. Lance Lefery und die Höhen und Tiefen des Trainerberufes.
Jochen Hecht macht früh das 1:0. Neferi trotzdem nervös. Der Torwart an der Winkelschuss kommt sehr weit ab. Wenn du antäuschen kannst, weiter inzwischen der Bein oder weiter in das leere Tor. Die Kölner spielerisch eindeutig unterlegen, spielen brutal hart. Weit über die Grenzen des Erlaubten, was die Gäste tun, Neferi stinkig. Place the puck an awful lot with a stick, huh? The goalie. If you're going down on him, you shoot it, he comes way out. You gotta go around him. Gotta get somebody in front of the net. Let's go. We gotta have somebody in front of the net. Fear Manoon. Beide. Trotz schlimmster Fouls der Haie, Mannheim bleibt cool. Der Kracher des Abends, Jochen Hecht. Das schönste Goal zum 6. und letzten Adlertor, Pavel Groß. Endstand 6:3 im Eisstadion. Eine Stimmung wie zuletzt 1980 beim Gewinn der deutschen Meisterschaft. Quadratestadt ist endgültig im Eishockey-Fieber. Der höchste Vorrundensieg gelingt 7 Tage später gegen den alten Rivalen aus Schwenningen. Nervös wie immer verfolgt Geschäftsführer Dirk Brugger das Match. Seine Anspannung unnötig. Die Adler sind eindeutig Herr im Ring. Brugger darf laut seine Freude herausschreien. Die Wild Wings bekommen 8 Stück eingeschenkt und haben Glück, dass sie nicht mit einer 2-stelligen Niederlage in den Schwarzwald fahren. Im ersten Drittel war brutal eng, da war ich mir nervenfällig am Ende. Den ersten 10 Minuten des zweiten Drittels war es auch noch alles eng und dann wurde ich immer lockerer und man hat gemerkt, dann am Schluss ging es wirklich richtig gut. Kurz vor Weihnachten am 21. Dezember kommt das, was irgendwann kommen musste. Die erste Heimniederlage, ausgerechnet im 13. Heimspiel. Allerdings völlig unnötig, bitter dazu. Das 3:2 für die Capitals fällt mit der Schlusssirene. Eine Niederlage allerdings, die sich früh abzeichnete. Die Berliner wirkten frischer und gingen früh in Führung. Chabot zum 1:0. Die Adler vergaben beste Chancen, wie hier Jochen Hecht im Alleingang. Der Ausgleich erst spät im zweiten Drittel durch Pelegrims. Kommt allerdings die erneute Führung für die Gäste aus Berlin. Es war ein Abend, wo einfach nichts klappen wollte. Belagerungszustand vorm Berliner Tor. Die Scheibe wollte einfach nicht an Merck vorbei. Das 2:2 im Schlussdrittel. Proximetta mit herrlichem Rückhandschlenzer. Oh!
Eine einzige Sekunde passten sie allerdings danach nicht auf und der Traum von der Unschlagbarkeit zu Hause war vorbei. So richtig auf die Pauke gehauen hatte bis dahin ein weiterer Neuer in Mannheim, Dave Tomlinson. Seine Hobbys, Schlagzeug spielen und natürlich Eishockey. Wenn du in Kanada groß wirst, hast du so wie ich früh mit Eishockey zu tun. Wenn ich nicht gerade auf dem Eis war, habe ich halt vor dem Haus trainiert. Klar, die ganze Jugend durch hat Eishockey mein Leben bestimmt. Aber als ich älter wurde, habe ich angefangen, noch mehr Dinge zu tun als essen, schlafen, spielen. Auf Dauer ist das auch ermüdend. Release a little bit of energy doing other things rather than just eat, sleep and play hockey, because that can get a little tiresome. Tomlinson, eher ein ruhiger Spieler von der Sorte, wie sie Lance Nefferi liebt. Defensiv stark, torgefährlich, äußerst diszipliniert und keiner, der große Reden schwingt. Einige Jahre hat er es in der NHL probiert, bevor er den Sprung über den Atlantik wagte. Die größte Freude in Deutschland, schnell fahren. Auf dem Hockenheimring darf er es in seinem M3 gewaltig krachen lassen. Zugelangt, und zwar ordentlich, wird beim letzten Vorrundenspiel gegen die Frankfurter Löwen. Das Derby gegen die Hessen wird zum Anschauungsunterricht für alle Nachwuchsboxer. ...207 Strafminuten werden Rekord in der Saison. Gleich 8 Spieler werden vorzeitig duschen geschickt. Dabei läuft alles normal bis zum 1:0 durch Pelegrims. Danach gibt es kein Halten mehr. Eine gute halbe Stunde dauert diese Schlägerei. Fans und Trainer finden es eher lustig. Die waren heiß heute. Nachdem sich alle abgekühlt haben, gibt es Tore am Fließband. Beim 6:1 die Löwen aus Frankfurt ohne Chance. Herausragend Philippe Bosson, Ende Dezember nach Mannheim gekommen, erzielt gleich 3 Tore und wird in die Herzen geschlossen. Der 30-Jährige wird zur ganz großen Nummer bei den Adlern, die die Hessen fast demütigen. Pavel Groß sein Zaubertor zum 4:0. Und danach geht es weiter mit dem Verhauen. Klasse, das 3. Tor von Bosson an diesem Samstagnachmittag. Den Schlusspunkt setzt Verteidiger Christian Lukes. Das Schönste und Beste allerdings, nach fast 4 Stunden Spielzeit schaffen es beide Teams ordnungsgemäß zum Shakehand. Erstaunlich.
Die Adler waren mit dem Ziel gestartet, unter die ersten sechs, also in die Meisterrunde, zu kommen. Null Problemo, Mannheim Zweiter, hinter den Kölner Haien und schon mit 4 Punkten Vorsprung auf die Capitals, die Erwartungen also weit übertroffen. In der neu gegründeten Meisterrunde geht es gleich gegen den Tabellenführer und die Fans kommen in Massen. Im Nu ist der Friedrichspark ausverkauft, die Anhänger super drauf. Das ändert sich allerdings schnell. Das Schlagerspiel wird zum Schlägerspiel wegen den Gästen. Die provozieren, schlagen, benutzen den Stock mehr als Waffe, denn als Gebrauchsgegenstand zum Eishockeyspielen und haben damit gar noch Erfolg. Der Tabellenführer liegt schon nach 5 Minuten 2-0 vorne. Aber die Adler halten mächtig dagegen. Pavel Groß sehr bald zum Anschlusstreffer, das 1:2. Und dann, wie im ersten Spiel gegen Köln, holt Jochen Hecht den Hammer raus. Noch im ersten Drittel der Ausgleich 2:2. Das Spiel wird immer wieder unterbrochen. Die Haie, ohnehin schon meistgehasstes Team der Liga, machen sich weiter Feinde. Im zweiten Drittel legen die Adler noch einen Zahn zu und gehen in Führung. Paul Beraldo, sein 16. Saisontor, das 3:2. Eine Vorentscheidung schien das 4:2 durch Pouchet zu Beginn des Schlussabschnitts zu sein. Was allerdings folgt, ist das schlimmste Foul des Spiels. Montgomery rammt Stanton in die Bande. Der US-Boy flippt danach völlig aus. Die Attacke des Kölners kommt einer vorsätzlichen Körperverletzung gleich. Stanton, völlig durchgedreht, bekommt für dieses hier eine 10-Minuten Disziplinarstrafe und fehlt den Mannheimern im letzten Schlussabschnitt. Und wieder haben die Gäste mit ihren üblen Fouls Erfolg. 4 Minuten Verschluss gelingt ihnen der unverdiente Ausgleich. Es bleibt beim 4:4 auch nach Verlängerung. Aber die Kölner haben nicht hart gespielt, die haben schmutzig gespielt und haben die ganze Zeit provoziert. Und okay, zum Schluss sind wir darauf reingegangen und haben auch Strafzeiten bekommen. Stan hat uns gefehlt, 10 Minuten zum Schluss, und das hat man dann schon gemerkt. 2 Tage später holen die Adler immerhin einen weiteren Punkt bei den Capitals in Berlin, dank 2er Powerplay-Tore von Stanton und Paul Beraldo nach 0:2 Rückstand.
Die Welt ist wieder in Ordnung, zumal eine Woche später die zweite Berliner Mannschaft in Mannheim abgeschossen wird. Die Eisbären haben rein gar nichts zu bestellen. Schnell das 1:0 durch Dieter Kalt. Als die Fans noch am Jubeln sind, schlägt bereits zum zweiten Mal im Gästetor ein. Till Faeser zum 2:0. Selbst in Unterzahl hält die Adler nichts vom Toreschießen ab. Das Match ist eines der besten der Saison. Tomlinson angelt sich die Scheibe, volles Rohr, 3:0. Was in Unterzahl klappt, geht in Überzahl noch besser. Stefan Richier, ein volles Pfund, 4:0. Das schönste Tor des 23. Januar, ausgerechnet vom selten eingesetzten Christian Lukes, 5:0. Und der bedankt sich artig beim ebenso selten spielenden Bibi Appel. Er kommt im Januar und wie er kommt. Gegen Frankfurt gelingen Philippe Bosson im ersten Spiel auf Mannheimer Eis gleich 3 Tore. Philippe Bosson schlägt ein bei den Adlern mit aller Wucht. Der 30-Jährige fühlt sich sofort wohl in der Quadratestadt, auch wenn er seine Familie nur alle paar Wochen sieht. Seine Frau und seine Kinder leben in Südfrankreich. Philipp darf in einer Reihe mit Spezi Pouchet spielen. Die zwei und Tomlinson, eine Sturmreihe, die sich auf Anhieb blind versteht und Tore am Fließband macht. Ende des Monats gegen die Berlin Capitals geht Philippe Bosson weiter seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Seine Goals sind nicht nur wichtig, sondern vor allem sehenswert. Ein herrliches Goal, das 1:0. Und diesem 1:0 folgt im zweiten Drittel, dank freundlicher Unterstützung von Gästekeeper Klaus Merck, das 2:0. Wiederum Philippe Bosson. Die Adler an diesem Abend wie im Rausch. Die Caps von Bundestrainer Kingston als Meisterschaftsfavorit benannt, ohne Chance. Jochen Hecht macht das 3:0. Die ersten Meistergesänge werden laut im Friedrichspark, denn die Mannheimer spielen meisterlich. Dieter Kalt das 4:0. Leider ist die Saison noch nicht fertig. Und es wird hart. Es wird ein langer Kampf bis Ende der Saison. Und ich glaube, es wird interessant und spannend und eng. Und obwohl wir sind sehr gut drauf, kann sehr viel passieren. Und muss man auch nie übertrieben auf dem Boden bleiben, weiterarbeiten und immer probieren, besser zu sein. Mitte Februar kommen zum zweiten Mal in der Meisterrunde die Kölner und es geht weiter wie gehabt. Nach wenigen Sekunden die erste Schlägerei, Nadella und Meier.
Die Folge, Rob Nadella wird vorzeitig in die Kabinen geschickt. Die Adler jetzt gewaltig geladen und mit viel, viel Spielwitz. 6. Minute. Ulrich auf Pellegrims. Welch ein Schrei aus 9000 Kehlen. 1:0. Nur 30 Sekunden später eine weitere Folge aus der Serie. Ihr Auftritt, Dave Tomlinson. Das 2:0. Anders als noch am 10. Januar lassen sich die Mannheimer dieses Mal nicht mehr überraschen. Mehr als das Anschlusstor gelingt den Haien nicht mehr. Am 15. Februar übernehmen die Adler die Tabellenführung. Trotz einiger Strafzeiten haben wir uns dann auch beherrscht und ja, sind letztendlich als Sieger vom Eis. Das vorletzte Spiel der Meisterrunde auf eigenem Eis bringt zum dritten Mal die Capitals nach Mannheim und die haben zum dritten Mal überhaupt keine Chance. Philippe Bosson, mittlerweile längst zum Torjäger vom Dienst avanciert, macht das 1:0 in Unterzahl. Baraldo, der eigentliche Torjäger, will sich da nicht lumpen lassen. Und er macht das 2:0. Doch irgendwie werden die Mannheimer danach nachlässig, spielen ohne Konzentration. Ein bisschen wollen sie zu viel zaubern und erhalten die Quittung. Nun steht es 2:2. Erst nach einem kapitalen Fehler von Klaus Merck wachen die Gastgeber wieder auf. Propsimeta, nach diesem Schnitzer von Klaus Merck, die erneute Führung. Schlussdrittel dann die Mannheimer endlich hellwach. Schlicht spielerisch eine Klasse besser als Berlin und der Rest der Liga. Spielen sie schnell und konsequent, kommt keiner mehr nach. 4:2 Tomlinson. Und weil es so schön ist und die Fans so toll sind, die Zugabe. Die Caps nehmen den Keeper vom Eis. Und Robsimetta macht das einfachste Tor seiner Karriere. 5:2, kurz vor Ende.
Auf den Rängen herrscht bereits Playoff-Stimmung. Eine lange, viel zu lange Meisterrunde geht langsam, aber sicher zu Ende. Letztes Heimspiel am 7. März. Gegner der abgeschlagene Tabellensechste Rosenheim. Mehr Routinesieg, denn Glanzleistung, die Tore trotzdem schön herausgespielt. Rob Nadella 1:0. Eine wunderschöne Kombination bringt gar das 2:0 durch Boucher. Und was ein Franzose kann, kann auch der zweite, Philippe Bosson. Erstmals voll ist das neue Zelt neben dem Eisstadion zum Abschluss der Meisterrunde. Das Auswärtsspiel in Kassel wird live übertragen. Die Adler brauchen einen Sieg, um als Tabellenführer in die Playoffs zu gehen. 2000 Anhänger zwischen Hoffen und Bangen. Bald jedoch Riesenjubel. Mannheim lässt nichts mehr anbrennen. Souverän werden die 2 Punkte eingefahren. Der erste große Traum wird wahr. Die Adler gehen als Erster in die Playoffs. Punktgleich mit Köln, aber mit dem besseren Vergleich. Alle sind zufrieden, nur ja nicht auf Landshut in der ersten Runde treffen. Nun heißt der Playoff-Gegner Nummer 1 Krefelder Pinguine. Das Eisstadion fast ausverkauft, 8000 Fans in Partystimmung. Diese Mannschaft in dieser Aufstellung auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Die Atmosphäre angespannt, nur ja nicht verlieren diese erste Partie, nervös das Spiel. Es dauert, bis die Adler die ersten Chancen haben. Dann war es soweit, Mitte des ersten Drittels, eine Strafe wird gegen Krefeld angezeigt. Die Adler ganz cool. Der Kapitän mit dem ersten Playoff-Tor. 1997, Pavel Groß zum 1:0. Im zweiten Abschnitt weiter, beide Teams übermotiviert. Viel ging nicht zusammen. Mannheim aber die klar bessere Mannschaft und sie schießen die nächsten Tore. Ein Konter läuft über Gehrig, der auf Martin Ulrich, das wichtige 2:0. Jetzt endlich die Adler gelöst und mit der nötigen Sicherheit. Krefeld hat keine Chance mehr. Eine Frage der Zeit nur, wann das nächste Tor fällt. Und es fällt in Überzahl.
kalt, lenkt Stantons Knaller an Karen Lang vorbei ins Tor. 3-0. Ganz kurz die Hoffnung für die Mannschaft, die Düsseldorf in der Tabelle hinter sich ließ. Pücker verkürzt im letzten Drittel auf 1-3. Die richtige Antwort kommt kurz vor Schluss, traumhaft die erste Reihe. Groß auf Simetta, cool, lässig der Kanadier zum Endstand 4-1. Der Penguin wusste, er hat nur noch eine Chance, wenn er sein Heimspiel 2 Tage später gewinnt. Das Krefelder Eisstadion ausverkauft. Es sollte das letzte Mal in dieser Saison so sein. Denn die Adler spielten abgeklärt und clever und schießen früh ihre Tore. Keine 5 Minuten ist das Match alt. Daniel Körber zum 1-0. Angst musste man nur kurz um die Mannheimer haben. Die Westdeutschen mit kurzem Hoch nach dem Ausgleich. Danach bestimmen nur noch die Adler das Spiel mit zahlreichen Großchancen. Das zweite Tor allerdings bekommen sie geschenkt von Krefelds Torwart. Dieses Schüsschen von Jochen Hecht lässt Karl Lang durchkullern. Jeder Bambini-Torwart hätte diesen Schuss gehalten. Auch im zweiten Drittel Blau klar überlegen. Pouchet und Bosson im Schusspech. Und wieder einmal ist Rob Zimetta zur Stelle. 3-1 nach diesem Knaller von der blauen Linie. Das 4-1 im letzten Drittel, reine Formsache. Karl Lang war vom Eis gegangen in der Schlussminute. Pouchet ins leere Tor. Noch ein Sieg und die Adler sind in der zweiten Runde. Das folgende Heimspiel ein Beweis, wie gut diese Mannschaft drauf ist. Krefeld wird regelrecht aus der Halle geballert. Nach dem ersten Drittel steht es bereits 4-0. Keller darf den Anfang machen. Kaum ist Tomlinson von der Strafbank, da schlägt er zu. Nach glänzender Vorarbeit von Simetta. Die Gäste danach nur noch Zuschauer einer fantastischen Mannheimer Eishockeyshow. Die Pinguine kamen kaum noch aus dem eigenen Drittel. Und dann macht Pavel Groß den Uralt-Bauerntrick. 3-0.
Das Ganze lief ein bisschen nach dem Motto, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Jochen Hecht hatte noch nicht und jetzt darf er. Paul Brando legt quer, 4-0. Die Gäste konnten einem leid tun, denn das war noch längst nicht alles. Die Adler hatten weiteren Torhunger, und zwar kräftig. Zweites Drittel. Beraldo, das 5-0. Peter Franke hatte daraufhin die Nase restlos voll. Und Karel Lang, eigentlich Stammtorhüter, musste wieder zwischen die Pfosten. Welch eine Strafe für den Tschechen. Kaum ist er nämlich auf dem Eis, muss er hinter sich langen. Paul Stanton mit dem sechsten Einschlag. Alt und jung, angetan von diesem Sturmwirbel. Die Fans feiern längst den Halbfinaleinzug und selbst das erste Gegentor stoppt die Gesänge nicht. Ganz im Gegenteil, sie werden noch lauter nach dem nächsten Adlertreffer. Das siebte Goal, der siebte Torschütze, in diesem Falle Daniel Körber mit seinem zweiten Tor in dieser Serie. Das zweite Gästetor danach, allenfalls Ergebnis Kosmetik. Denn die Mannheimer legen gleich wieder nach. Ein tolles Spiel, kaum 30 Minuten alt, bereits 9 Tore und der 10. Treffer folgte bald. Wieder die erste Reihe im Vormarsch, Simetta. Wieder Simetta, kalt, das 8-2. Nach vielen Jahren also endlich wieder einmal das Halbfinale. Die Euphorie in Mannheim wurde immer größer. Doch das Semifinale war zu erwarten. Der Einzug allerdings in großartiger Manier, viel tausendfach umjubelt. In der Vorschlussrunde wartet das Sensationsteam aus Landshut. Die Niederbayern hatten die Haie in 4 Spielen rausgeworfen. Großen Respekt, aber keine Angst bei den Adlern. Lähmendes Entsetzen aber, als die Cannibals schnell das erste Tor schießen. Doch diese Mannheimer Mannschaft ist ein großes Team. Sie lassen sich nicht sonderlich beeindrucken. Bosson macht schnell den Ausgleich.
Und plötzlich läuft die Adler Kurbelwelle auf Hochtouren. Bosson wie aufgedreht. Nur 2 Minuten später, da die Führung. Wieder Bosson. Das Eisstadion platzt aus allen Nähten. Restlos ausverkauftes Haus, das zum Tollhaus wird, als Nadella trifft. Zu eins nach diesem Kracher. Landshut minutenlang völlig eingeschnürt, bekommt nur eine einzige Konterchance und nutzt sie. Nur noch 3:2. Zweites Drittel, die Adler mit ihrem Lieblingsspiel, geradlinig, blitzschnell nach vorne. Herrlicher Pass von Pavel Groß, Alexander Serikow, 4:2. Danach dachten alle allerdings nur noch ans Tore schießen, in die Abwehr. Verschwendeten sie keine Gedanken mehr und wurden bitterbös dafür bestraft. Innerhalb von 6 Minuten sind die Landshuter urplötzlich vorne. 4-3, 4-4, 4-5. Wach sind die Adler erst nach dieser umstrittenen Situation Ende des zweiten Drittels. Minutenlange Diskussionen, war der Puck drin oder nicht. Die Adler sagen ja, Landshut nein. Kein Tor, entscheidet der Schiedsrichter. Die Fans empört. Nach 17 Minuten und 27 Sekunden wird das Drittel abgebrochen. Danach die Gastgeber mit viel, viel Wut im Bauch. Sie lassen die Niederbayern nicht mehr aus dem eigenen Drittel. Letzte Spielminute im zweiten Drittel. Und sie machen noch vor der Drittelsirene den Ausgleich. Eiskalt Dieter, welch ein wichtiges Tor zum 5:5. Im letzten Drittel dann eines der schönsten Goals der Saison. Der Alleingang des Jahres von Rob Simetta. Unnachahmlich das 6. Tor des Abends. Adler jetzt wie entfesselt. Der Jüngste und die Entscheidung. Jochen Hecht wie ein alter Hase. 7:5. Der erste Halbfinalsieg unter Dach und Fach. Und 40 Stunden später knapp 500 Mannheimer Fans mit dabei in Landshut. Wo sie ein Adlerteam sehen, das abgeklärt, fast schon clever, arrogant auftritt. Mit Mike Rosati, der einen ganz, ganz großen Abend erwischt.
der Defensive stehen sie wie eine Wand. Überhaupt keine Chance zum Durchkommen für die Kannibalen. Und die wenigen Chancen, die die Adler haben, nutzen sie meisterlich souverän. Erstes Drittel, die Franzosen auf dem Eis. Philippe Bosson, 1-0, clever gemacht. Im zweiten Abschnitt wird Mike Rosati zum Matchwinner. 4-5 Mal tauchen die Stürmer alleine vor ihm auf. Der Sieger heißt immer Rosati. Ein einziges Mal dürfen die Landshuter von einem Sieg träumen. Mitte zweites Drittel gelingt ihnen der Ausgleich. Nichts zu halten für den bravourösen Rosati. Die Adler jedoch alles andere als geschockt. Sie kommen schnell wieder und machen aus einer halben Chance ein einziges Tor. Pouchet zur ganz, ganz wichtigen Führung, 2-1. Im letzten Drittel Landshut einfach müde. Die älteste Mannschaft der Liga hat keine Kraft mehr. Die Kannibalen laufen in tödliche Konter. Den ersten verwertet Groß nach großartiger Vorarbeit von Zimetta. Das 3-1, die Vorentscheidung. Die Adler weiter in Klasse-Manier. Abgeklärt warten sie auf ihre Chancen. Und diese Chancen kommen. Nächster Konter, wie aus dem Lehrbuch. Bosson auf Pellegrins, 4-1. Das zweite Halbfinale war gelaufen, auch wenn Landshut sich noch über ein Tor freuen darf. Die Adler bewiesen auch in dieser Partie, wie stark sie sind. Spielerisch einfach besser als der Rest der Liga. In Überzahl Plachter zum 4-2. Die ganz große Freude hinterher allerdings im Mannheimer Lager. Unglaublich, 5 Spiele, 5 Playoff-Siege. Fast schon unheimlich, diese Serie. Wiederum ausverkauft der Friedrichspark beim dritten Halbfinale. Und alle erwarten ein ähnliches Torfestival wie gegen Krefeld. Allerdings, alle sehen sich schnell getäuscht. Denn die Musik spielen sehr zum Entsetzen der 8500 Anhänger von Beginn an die Kannibalen. Und schnell sind sie 2 Tore vorne. Der Uldi, Mike Buller zum 0-1, der Adler Abwehr schläft weiter, Plachter das 0-2. Lance Neferi in der Drittelpause mit bösen und lauten Worten. Sein Team erwacht endlich im zweiten Drittel. 24 Sekunden nur gespielt, Tomlinson mit dem Anschlusstreffer. Danach entwickelt sich ein Thriller, der an Spannung nicht zu überbieten ist. Nadella schafft den Ausgleich. Chancen in Hülle und Fülle. Auf beiden Seiten ein klasse Spiel, das vorweggenommene Finale. Welch ein Match, welch eine Stimmung, zumal die Adler nachlegen. Paul Stanton schießt, Tomlinson fälscht ab, 3-2. Das erste Endspiel für die Mannheimer seit 1987 ist zum Greifen nah. Es fehlen noch ganze 20 Minuten. Die allerdings werden nichts für Menschen mit Herzproblemen. Landshut gibt einfach nicht auf.
Der Ausgleich 3:3 in Überzahl. Noch 4 Minuten zu spielen. Da macht Gulda den spielentscheidenden Fehler. Er verliert den Puck hinter dem eigenen Gehäuse. Zimetta ist da auf groß. 4:3. Sekunden vor Ende nehmen die Gäste eine Auszeit und bekommen die Riesengelegenheit zum Ausgleich. Für Griecher ein 6. Feldspieler auf dem Eis. Und 8 Sekunden vor Ende diese Möglichkeit für die Gäste. Rosati wird zum Helden von Mannheim. Irgendwie bekommt er die Fanghand an den Puck. Landshut in der Tat ein großer Verlierer. Das war's. Welch ein Erfolg. Ein Traum wird wahr. Die Adler stehen im Finale. Der Jubel gigantisch, völlig losgelöst. Spieler und Fans, fantastisch. Da sind sie also endlich da, wo sie hin wollten, im Finale um die deutsche Meisterschaft. Das Eisstadion natürlich brechend voll. Doch für einen begann das Finale bitterböse. Gleich beim Öffnungsbulli verletzt sich Dave Tomlinson. Der Kanadier wird von Seppo böse erwischt und muss in die Kabinen. Nach 10 Minuten ist Tomlinson wieder da, mit 5 Stichen genäht. Die Adler also gleich 4 Minuten in Überzahl. Und diese Überzahl nutzen sie. Florian Keller nach 3,5 Minuten das 1:0. Im Nu allerdings ist Kassel zurück. Der Mann mit dem Riesenknaller, der Schwede Öhmann. Und der trifft zum 1:1. Die Adler allerdings nicht geschockt. Ganz im Gegenteil, Angriff auf Angriff rollt Richtung Husky-Tor. Und dann lässt Rob Nadella diesen Kracher los. Durch die Fanghand von Kagas 2:1. Mannheim weiter im Vorwärtsgang. Das erste Drittel, es bringt großes Eishockey. Erste Reihe auf dem Eis, groß, kalt, Zimetta. Und Rob Zimetta macht das 3:1. Das Eisstadion, ein Hexenkessel.
zweiten Abschnitt dann sorglose Adler. Jeder will nur noch Tore schießen. Die Abwehr wird vernachlässigt. Und blitzschnell sind die Huskies wieder da. Johnson nur noch 3:2. Und es wird gar noch schlimmer. Plötzlich die Gastgeber nervös. Kassel nutzt diese Schwächeperiode. Wieder ist Oehmann da. 3:3. Minuten später macht Kagas den einzigen Fehler dieses ersten Finales. Paul Beraldos Schlenzer durch die Beine. Die Welt ist wieder in Ordnung. Die Adler erneut vorne. 4:3. Die Führung hält noch nicht mal eine Minute in dieser Nervenschlacht. Wieder die Adlerdeckung nicht konsequent. Welch ein Finale, Grinner macht den Ausgleich 4:4. Im letzten Abschnitt glücklicherweise eine erholte Mannheimer Mannschaft. Nur wenige Sekunden gespielt. Pellegrins bekommt den Puck, zieht ab, Pouché kriegt den Schläger dran, Kagas geschlagen, 5:4. Kein Halten mehr auf den Rängen, der erste Sieg ist eingefahren in einem dramatischen Match. Zwei Siege und Mannheim hat die Meisterschaft. Auf geht's nach Kassel. Bei den Huskies wollen die Adler nicht die gleichen Fehler machen wie im ersten Finale. Die Deckungsaufgaben verbessern, Ziel Nummer 1, und das gelingt. Die Adler mit herrlichen Kontern, Lukas mit der ersten Großchance nach 5 Minuten. Schwierig wird es im ersten Drittel, als Simetta und Stanton auf der Strafbank sitzen. Die entscheidenden Situationen in diesem zweiten Finale. Die Huskies viel zu nervös. Die Adler dagegen hoch konzentriert. Verstehen diese Situation und haben kurz vor der Drittelpause eigene Überzahl. Und da lässt Nadella einen gewaltigen Kracher los. Tomlinson kriegt den Schläger dran, 4 Sekunden vor der Pause, die so eminent wichtige Führung. Im zweiten Drittel dann meisterlich aufspielende Adler. Wieder in Überzahl. Aus
Poisson auf Beraldo und der macht das 2-0. Von jetzt an waren sie nicht mehr zu halten. Diese Adler, unglaublich. Simetta ist da, das 3-0. Und immer wieder diese erste Reihe. Eben war es Groß auf Simetta und jetzt geht es umgekehrt. Simetta auf Groß, 4-0. Unfassbar. MRC-Präsident Jochen Engel überglücklich. Kurze Hoffnung für die Huskies im letzten Drittel. Sie wollten ein schnelles Tor und sie erzielten es Mike Miller zum 1-4. Ekin macht noch das 2-4, das war es allerdings für die Huskies. Denn dann schlagen nochmals die Adler zu. Niederkalt setzt den grandiosen Schlusspunkt unter einem grandiosen Spiel 5-2. Welch eine Freude und was hat dieser Mann wohl gedacht? Ein Sieg noch und Mannheim hat die Schale. Freitag, 11. April 1997. Es sollte der Glückstag für das Mannheimer Eishockey, für den Mannheimer Sport insgesamt werden. Diese Mannschaft hochmotiviert, sie wollen die Schale unbedingt holen. Und es wird ein dramatisches Spiel, ein Match, das niemand je vergessen wird. Die Adler legen los mit ihrem Tempo und sie haben Chance auf Chance. 0-0 trotzdem nach dem ersten Drittel in einem unglaublichen Spiel. Zweites Drittel, die Adler weiter mit vollem Tempo. Chance auf Chance, auch in diesem Abschnitt. Eine Angriffslawine nach der anderen rollt in Richtung Husky-Tor. Körperschuss knapp vorbei. Doch dann ist es endlich soweit. Paul Stanton ist da, Mitte des zweiten Abschnitts. 1-0 durch den US-Boy. Aber wie im ersten Spiel, Kassel kommt wieder zurück. Eins zu eins nach diesem Goal, nach dem zweiten Drittel. Letzter Abschnitt, die letzten 20 Minuten der Saison. Und wieder die Adler im Vorwärtsgang. Und da ist Philippe Bosson da. 2-1, welch ein Jubel beim Franzosen. Die Mannheimer Fans sind am Durchdrehen, sie feiern bereits die Meisterschaft. Und die Adler legen nach. Wieder einmal ist das Traumduo da. Simetta auf Groß, 3-1.
Die Huskies wollen einfach nicht aufgeben. Es wird nochmal eng. Nur noch 3:2. Die letzten 40 Sekunden. Kassel hat den Torwart vom Eis genommen. Für Kargas ein sechster Feldspieler. Noch 30 Sekunden. Noch 6 Sekunden und da ist Christian Pouchet die Entscheidung. 4:2, Mannheim ist Meister. Die letzten 4 Sekunden, Triumphsekunden für Harold Kreis. Unbeschreibliche Szenen danach. Ja, die Adler haben den Titel. Diese Mannschaft hat die Liga dominiert und sie feiern stundenlang. Einen Mann, Harold Kreis. Nach 17 Jahren, nach 1980, wird er zum zweiten Mal deutscher Meister. Ausgefliegte Adler. Sie haben ihren Traum wahrgemacht. Mannheim hat es geschafft. Ich freue mich so riesig. Ich bin so stolz, in der Mannschaft zu spielen. Die Jungs sind so super. Der Paul hat mich aufs Eis geholt. Ich durfte noch die letzten 5 Sekunden die Scheibe entgegennehmen. Einfach eine super Truppe. Es ist unglaublich, was ich fühle im Moment. Ein geschaffter, ein zufriedener Präsident, die Haare von Geschäftsführer Pruger fallen. Und jeder ist dran und jeder wird geduscht mit Shampoos. Die Quadrate Stadt feiert weiter. 60.000 Menschen auf den Straßen. Die Mannschaft kommt mit ihrem Wagen kaum durch, die Planken voll. Zum Wasserturm hatte das RNF geladen, rund um den Action Truck. Jubelstimmung ohne Ende. Bilder, die man nie mehr vergisst. Thank you.
gespielt mit dem Herold, mit der Nummer 5 aus Boston. Und er ist da und hat die deutsche Meisterschaft gewonnen. Paul! Paul! Die Schale, die Adler sind Meister und sie singen das Lied, das alle Champions nach einer Meisterschaft singen. Ich versuche das mal, ja. We are the champions, my friend. And we keep on fighting till the end. We are the champions. Champions of the world.